Die Nachricht von der Abschaffung der Differenzbesteuerung hat über das verlängerte Wochenende rund um den Tag der Deutschen Einheit für sehr hohe Wellen gesorgt in der Welt der Münzen und Edelmetalle. Diese Nachricht kam unheimlich überraschend und es gibt nicht wenige Beobachter, die an der ganzen Sache immer noch zweifeln und glauben, dass es sich dabei ja um einen Hoax handelt oder dass diese Umsetzung erst etwas später erfolgt. Und tatsächlich war es auch für gestandene und alteingesessene Edelmetallhändler wirklich überraschend, dass dieses Schreiben des Bundesfinanzministeriums ja auch mehr oder weniger über Umwege in die Fachöffentlichkeit gelangt ist und viele Händler auf dem falschen Fuß erwischt hat. Viele Anleger machen sich jetzt Gedanken und fragen sich, wie sie weiter verfahren wollen sollen, was sie weiter tun sollen, wenn sie Silber anlegen wollen. Und ich habe mir dafür drei Tipps überlegt, die ich jedem mit auf den Weg geben möchte. Ein Tipp vielleicht vorweg: Ich würde durchaus Ruhe bewahren an dieser Stelle, auch wenn die Abschaffung der Differenzbesteuerung sehr überraschend kam, ist aus meiner Sicht da das letzte Wort vielleicht noch nicht gesprochen. Die Umsetzung könnte sich noch ein bisschen verzögern. Es hat da auch schon Klärungsbedarf von Edelmetallhändlern gegeben. Aber generell rate ich dazu, jetzt nicht in Panik zu verfallen und alles Silber aufzukaufen, was man irgendwo zu überteuerten Preisen bekommen kann. Und ansonsten als ganz konkrete Tipps für diejenigen, die gerade über einen Silberkauf nachdenken, würde ich an erster Stelle sagen, mein erster Tipp wäre, schaut euch den Wiener Philharmoniker in Silber mal wieder etwas genauer an. Diese Münze war jahrelang benachteiligt durch die Differenzbesteuerung, denn es war die einzige Silberanlagemünze, die in Europa hergestellt wurde, nach dem Brexit natürlich und der Britannia. Aber es war die einzige Münze, die lange Zeit nicht differenzbesteuert verkauft werden konnte in Silber. Und viele Anleger haben einen großen Bogen um diese Münze gemacht. Völlig zu Unrecht aus meiner Sicht, denn diese Münze hat eine hohe Prägequalität, ein prächtiges Motiv, ist in aller Welt bekannt, also auch gerade in den USA und in Asien ist der Philharmoniker ein Begriff. Und jetzt, wo alle Silberanlagemünzen regelbesteuert verkauft werden müssen, hat der Wiener Philharmoniker aus meiner Sicht einen Preisvorteil, denn er wird nicht um die ganze Welt geschickt, wenn er von Wien zu uns nach Hause geschickt wird. Dementsprechend sind die Transportkosten deutlich geringer und der Wiener Philharmoniker ist auch aktuell, Anfang Oktober 2022, eine der günstigsten Silberanlagemünzen nach der Abschaffung der Differenzbesteuerung. Also mein erster Tipp, schaut euch mal den Wiener Philharmoniker an, warum in die Ferne schweifen, wenn man auch diese klasse Anlagemünze hier vor Ort bekommen kann. Mein zweiter Tipp wäre, sich auf zurückliegende Jahrgänge oder B-Ware zu konzentrieren. Es gibt einige Händler, die neben dem aktuellen Jahrgang der Anlagemünzen auch zurückliegende Jahrgänge anbieten und diese meist mit einem kleinen Preisvorteil abgeben. Denn es ist seit vielen Jahren so, dass der jeweils aktuelle prägefrische Jahrgang mit einem kleinen Aufpreis verkauft wird und die zurückliegenden Jahrgänge, also aus 2021, 2020 und davor, dass die mit einem kleinen Preisnachlass verkauft werden. Also schaut mal auf B-Ware, also Münzen aus zurückliegenden Jahrgängen und mit B-Ware meine ich durchaus auch Münzen mit kleinen Macken, mit Milchflecken, die aus meiner Sicht zu Anlagezwecken jetzt nicht zur Sache tun und die man bedenkenlos kaufen kann. Hier sind noch ein paar Preisnachlässe drin und hier kann man ja, aus meiner Sicht das meiste Silber für sein Geld bekommen. Und mein dritter Tipp, beschäftigt euch doch gerne in den nächsten Tagen und Wochen einmal mit dem Thema Junk-Silber, denn alte Silbermünzen, die D-Mark-Münzen aus der Zeit der Bundesrepublik, aus der Zeit der Deutschen Mark, aus dem Dritten Reich, aus dem Kaiserreich und aus vielen anderen Ländern in Europa. Ich denke da nur an österreichische Münzen und aus eigentlich allen Ländern in Europa, die bis in die 70er Jahre hinein Silbermünzen für den Umlauf geprägt haben. Diese Münzen werden jetzt nochmal doppelt interessant aus meiner Sicht,
Denn zum einen haben sie auch üblicherweise einen guten Preisprogramm und sie haben den zusätzlichen Vorteil, dass es sich hierbei um frühere Zahlungsmittel handelt. Und wenn man jetzt mal in Richtung Silberverbot denkt, dass man hier noch aus meiner Sicht etwas mehr auf der sicheren Seite ist, weil diese Münzen, sie waren Zahlungsmittel, sie sind Sammlerstücke, sie sind auch Anlageprodukte und dementsprechend für mich einen Blick wert. Ja, in diesem Sinne bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht mit dem Silberinvestment in Deutschland. Mich würde auch sehr eure Meinung interessieren. Wie habt ihr diese Nachricht aufgenommen von der Abschaffung der Differenzbesteuerung? Werdet ihr jetzt auf Silber verzichten oder geht es jetzt für euch erst richtig los? Schreibt doch einfach mal in die Kommentare eure Meinung. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.